460 Jahre lang war es dem Verfasser des Eulenspiegel gelungen, seinen Namen vor den ungezählten Lesern seines Buches geheim zu halten. 1971 aber schlug seine Stunde. Der Züricher Rechtsanwalt Dr. Peter Honecker nahm ihm die Maske ab. Zum Vorschein kam der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bothe, 1467 bis 1520. Die erste teilweise erhaltene Auflage seines Buches erschien 1510-11 bei Johannes Grüniger in Straßburg noch anonym. Hermann Bothe, dem breiteren Leserpublikum kaum bekannt, wurde von dem namhaften Literaturhistoriker Josef Nadler 1939 als der begabteste Dichter des 15. Jahrhunderts, vielleicht des ganzen niedersächsischen Stammes, bezeichnet. Der Dichter als Sohn eines Braunschweiger Schmiedemeisters geboren, war um 1488 Zollschreiber in seiner Vaterstadt. Um 1493 niederer Landrichter, Amtsvogt. Danach wahrscheinlich Verwalter des Braunschweiger Altstadtratskellers. Das Volksbuch von Till Eulenspiegel, der einzige Welterfolg der Dichtung Niedersachsens und zugleich das berühmteste und langlebigste aller deutschen Volksbücher, erwies sich als ein ausgesprochener Bestseller. Schon im 16. Jahrhundert trat es seinen Siegeszug im Abendland an. Allein in Deutschland erschienen in diesem Zeitraum mindestens 35 Ausgaben. Das Buch wurde teilweise in Auswahl schon im 16. Jahrhundert in die meisten Kultursprachen Europas übersetzt. Hermann Bothe, Till Eulenspiegel. Die Einleitung. Singt der Bote des Hermann Bothe. Leute, lauschet dem Berichte, gebt Acht, ich fange an. Ich erzähl euch die Geschichte von einem berühmten Mann. Viele Städte ziert sein Bildnis und man liest von seinem Tun. Vollständige Ausgabe des Textes von Hermann Bothe. Einmal begab es sich, dass Eulenspiegel durch das Lüneburger Land ritt. Da begegnete ihm der Herzog. Als Eulenspiegel sah, dass es der Herzog war, dachte er, ist es der Herzog oder wirst du flüchtig? So rollen sie dich mit den Gräulen ein und stechen dich vom Pferd. Der Herzog kommt dann zornerfüllt und lässt dich an den Baum hängen. Er fasste einen kurzen Entschluss, sprang von seinem Pferd ab und schnitt ihm rasch den Bauch auf. Dann schüttete er das Eingeweide heraus und stellte sich in den Rumpf. Als der Herzog mit seinen Reitern an die Stelle geritten kam, wo Eulenspiegel in seines Pferdes Bauch stand, sagten die Diener zu dem Herzog, seht her, hier steht Eulenspiegel in eines Pferdes Haut. Da ritt der Fürst zu ihm und sprach, Eulenspiegel, bist du das? Was tust du in dem Aas hier? Weißt du nicht, dass ich dir mein Land verboten habe? Und wenn ich dich daran fände, so wollte ich dich an einen Baum hängen lassen. Da sprach Eulenspiegel, o gnädigster Herr und Fürst, ich hoffe, ihr wollt mir das Leben schenken. Ich habe doch nichts so Übles getan, was des Henkers wert wäre. Der Herzog sprach zu ihm, komm her zu mir und beweise mir doch deine Unschuld. Und was meinst du damit, dass du so in der Pferdehaut stehst? Eulenspiegel kam hervor und antwortete, gnädigster und hochgeborener Fürst, ich mache mir Sorge wegen eurer Gnade und fürchte mich gar sehr. Aber ich habe all mein Lebtag gehört, dass jeder Frieden haben soll in seinen vier Pfählen.
da fing der Herzog an zu lachen und sprach, willst du nun auch künftig meinem Lande fernbleiben? Eulenspiegel antwortete, gnädiger Herr, wie es eure fürstliche Gnaden will. Der Herzog ritt von dannen und sagte, bleib, wo du bist. Und Eulenspiegel sprang eins aus dem toten Pferde und sprach zu ihm, hab Dank, mein liebes Pferd, du hast mir geholfen und mir mein Leben gerettet und hast mir noch dazu wieder einen gnädigen Herrn gemacht. Liege nun hier, es ist besser, dass dich die Raben fressen, als dass sie mich gefressen hätten. Und er lief zu Fuß davon. Wie Tills Leben weiterlaufe, dazu lauschen gar manchem Reim.